Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz herzliches Willkommen. Ich habe mal etwas vorbereitet für euch, nämlich wollen wir uns jetzt das DLC mal im Einsatz angucken. Und wir beginnen mal ganz direkt und zwar habe ich hier ein bisschen was aufgebaut. Wir haben hier oben Oliven und hier unten einen wunderschönen Weinberg uns mal angelegt. Und ich bin jetzt natürlich mit dem Mulcher gleich erstmal unterwegs und das geht einfach grandios schön mit dem Antonio Carraro Pack. Ihr könnt also, wie gesagt, extrem nah an die Pflanzen ranfahren. Es hakelt nichts mehr. Ich finde sogar, dass es besser als mit dem mit den Standard Sachen geht, also mit dem Landini oder mit dem Pen. Weil man diese Traktoren einfach besser in der Kontrolle hat, finde ich. Und sehr viel nah an den Weinreben dran ist. Heißt einfach, ich kann, oder beziehungsweise die Traktoren sind halt genau für diese Arbeit hier gemacht. Und ich habe einen schönen Rundumblick. Die sind sehr, sehr wendig. Und sieht man hier, passen halt auch haargenau in die Spuren rein und ich kann ganz genau justieren, wo ich einfach hinfahren will. Es macht damit einfach richtig viel Freude zu fahren. Ja, und dann gucken wir uns hier einfach mal an, wie wir... jetzt bin ich ja ein bisschen hängen geblieben. Aber selbst wenn man hängen bleibt, man muss nicht, wie das mit dem Fendt ist, noch hin und her und machen und sonst wie. Sondern es reicht ein ganz kleiner ein ganz kleines bisschen Einlenken in die jeweilige Richtung und du bist sofort wieder in der Spur und es gibt eigentlich null Probleme hier damit die Weinberge zu bearbeiten. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Cut für euch. Ich mache jetzt mal ein paar Spuren einfach fertig und dann sehen wir uns gleich im Nachgang wieder. So, ihr Lieben, wir sind fertig. Ich habe die ersten paar Bahnen jetzt gemacht. Ich glaube, ich habe mit dem neuen Gerät jetzt eine Minute gebraucht, wenn überhaupt. Denn man kann damit extrem gut justieren. So, jetzt wollen wir uns mal das nächste Gerät anschauen. Und zwar müssen wir ja jetzt grubbern. Ich muss es euch ehrlich sagen, ich bin nicht der Mensch für... Knickgelenk fahren, also Knicklenkung, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Damit sind wir aber natürlich extrem wendig in unserem Weinberg. So, dann gucken wir uns einfach mal an, wie das mit dem Instrument hier funktioniert, beziehungsweise mit dem Traktor. Auch da kann ich natürlich absolut toll arbeiten. So, und ich kann richtig weit rangehen, kann sehr, sehr gut damit, bestimmen, wo muss ich hin, wie muss ich oder wie weit muss ich ranfahren und bleibe ich doch mal hängen, mache ich nur ein ganz kleines bisschen zurück und schon seid ihr wieder auf Spur. Was natürlich mit dem Fendt, mit dem Landini nicht so möglich ist. Dort fahren wir uns schnell mal fest. So, auch hier, ihr Lieben, mache ich wieder einen kurzen Cut, mache die Bearbeitung ganz schnell mal im Hintergrund und also offscreen. Und melde mich dann gleich wieder, wenn ich das, denke ich, in einer Minute geschafft habe. Bis gleich, ihr Lieben. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, nicht mal eine Minute hat es gedauert mit dem kleinen, netten, schönen, wundertollen Gerät. Hier an der Stelle will ich euch ganz kurz noch was im Shop zeigen, denn wir können natürlich die ganzen Traktoren auch noch anders einstellen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal den großen hier und dann könnt ihr Frontgewichte und ihr könnt Dreipunktaufnahmen vorn machen und ihr könnt auch eine Bullbar vorne ran machen. Dreipunktaufnahme sieht im Endeffekt so aus. Frontgewichte ist einfach geil. Habt ihr gesehen, ne? Könnt ihr hier euch mit dazu buchen. Also wie gesagt, die werden dann so an die Seite geheftet, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ihr keine Dreipunktaufnahme haben wollt, sondern eine Bullbar, dann macht ihr einfach das vorne ran. Also ich finde,
Man kann halt sehr, sehr viel einstellen und ist immer wieder toll. So, und jetzt gucken wir ganz schnell noch, wie sich denn die ganze Sache verhält, wenn wir hier damit einfach mal ein bisschen düngen wollen. So, denn dann sind wir nämlich schon durch mit unseren Trauben. Und die Trauben können richtig gut gedeihen. Fürs Düngen nehmen wir einfach wieder unseren kleinen Antonio Carraro TOF, glaube ich, heißt er. Auch der ist ja sehr, sehr schön. Das Einzige, was mir hier nicht ganz so gefällt, muss ich echt zugeben, ist die Innenansicht, wenn man zurückschaut, also nach hinten guckt. Das ist nicht ganz so toll. Aber wir können natürlich mit dem kleinen Gerät, und das ist fast mein Lieblingstraktor, muss ich hier echt zugeben, denn der hat es in sich, wendig und auch schnell vor allem, sehr, sehr schnell und absolut präzise im Handling. So, und dann wollen wir uns einfach hier mal so ein bisschen ans Düngen machen. Ihr seht, ihr Lieben, auch hier, wie gesagt, im Handling, ihr könnt genau auf Punkt fahren, ihr könnt richtig weit ranfahren, ihr könnt genau in der Mitte fahren. Es ist also haargenau abgestimmt auf solche kleinen Arbeiten wie auf unserem Weinberg. Genau. So. Wir fahren noch eine Linie zurück und dann sieht die ganze Sache eigentlich schon ziemlich gut aus und unser Weinberg ist soweit vorbereitet. Und ihr seht es auch hier im Wendemanöver. Mit dem Fendt habt ihr immer einen riesen Wendekreis gehabt und musstet vielleicht nochmal nachjustieren, wenn ihr jetzt nicht vielleicht gerade so sehr viel Platz hüben und drüben hattet. Mit dem hier habt ihr gesehen, ihr fahrt einfach einmal rum und ihr kommt genau wieder in die richtige Bahn rein. Und es funktioniert einfach toll. Von der Innenansicht her natürlich absolut perfekt, weil wir an den Seiten die riesengroßen Fenster haben. Natürlich nach vorn raus die riesengroßen Fenster. Und ja, es ist einfach ganz, ganz toll gemoddet bzw. gemacht, finde ich, diese ganze Geschichte. Genau. Ja, mein Resümee zu dem Ganzen. Wunderschönes DLC für alle, die einen kleinen Bergbauernhof betreiben wollen, die saftige Almenwiesen abmähen wollen, die einen Weinberg betreiben, die vielleicht auch irgendwo sagen, okay, ich möchte einen kompletten Weinbergbaubetrieb haben, also einen Winzerhof. Für die ist dieses DLC perfekt. Für alle die, die sagen, ich möchte vielleicht einen Schlepper auf meinem Hof haben, um in kleinen Kuhställen einfach wendig zu sein. Auch für die ist dieses DLC perfekt, muss ich echt zugeben. Für alle, die natürlich sagen, okay, ich muss riesengroße Äcker betreiben, große Maschinen anhängen und so weiter und so fort, für die ist natürlich dieses DLC nicht so das Beste. Ich als Resümee kann nur sagen, für mich wunderbar und perfekt. Und ja, probiert's einfach aus. Holt euch den Season Pass, holt euch das DLC und ihr werdet merken, es macht einfach richtig viel Spaß. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann einfach unten in die Kommentare reinposten und ich beantworte natürlich eure Fragen wahnsinnig gerne. Bis dahin, guckt gerne auch mal bei unserem Let's Play und RP vorbei von den Farmworkers. Und bis dahin sag ich Tschüss, ciao, macht's gut, euer Sven.